Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele kurze Telefonate mit, naja, nicht ganz so seriösen Firmen, um es genau zu sagen, eigentlich nur mit Kriminellen, die alle vom Finanzmarkt anrufen und uns wieder das Blaue vom Himmel versprechen. Tja, und wir haben auch wieder was mit dabei, wo man unser Geld auf dem Finanzmarkt gefunden hat. Hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, bei welchen Firmen ihr besser nicht investieren solltet. Guten Tag. Hallo, Herr Kott. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Ihr persönlicher Account Manager für heute. Für heute, okay. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Heute. Sie haben auf unserer Trading-Plattform registriert, deswegen rufe ich Sie an. Wir bieten drei Angebote an. Ja? Erstes Angebot ist unser Finanzberater. Es ist natürlich ein Mensch, der mehr als 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Und er kann jederzeit sich helfen und alles zu erzählen, was Sie wissen möchten und so weiter. Zweites Angebot ist unsere Online-Kurse für die Kunden, die auch mehr in diesem Bereich wissen möchten. Es gibt dort verschiedene Videos und so weiter. Letztes Angebot ist ein automatisiertes Training-Software. Es ist ein sogenannter Bot. Also, ja, er kann... Handelsbot. Ja. Handelsboot? Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ja, entzückend. Klingt ja sehr kakalatastisch. Können Sie bitte nochmal das wiederholen? Ja. Sie haben ja da gesagt, Sie bieten da auch Kurse an. Haben Sie da auch einen Deutschkurs? Ja. Ja? Da sollten Sie mal hingehen. Okay, vielen Dank. Ich bin überfordert. Bitteschön. Was noch? Was denn? Sonst nichts weiter. Ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Entschuldigung, was? Nichts weiter, ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Letztes Angebot ist automatisiertes Trading-Software. Es ist ein sogenannter Bot. Dieses Bot kann handeln für Sie, ja, wenn Sie schlafen zum Beispiel und so weiter. Ja. Bei uns können Sie mit 250 Euro anfangen, mit 500 Euro und mit 1000 Euro. Ist ja stark. So viel Auswahl, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nehmen soll. Was bitte? Ich dachte, so viel Auswahl, ist ja stark. Verbindung ist ein bisschen schlecht, weil leider kann ich nicht deutlich das verstehen. Müssen Sie mal einen Finger aus dem Fenster halten, vielleicht ist die Verbindung dann besser. Können wir besser per WhatsApp, kann ich besser per WhatsApp Ihnen schreiben? Was ist? Das wird wohl nichts mit der Festnetznummer hier, da haben wir kein WhatsApp. Wahrscheinlich per E-Mail. Den E-Mail, nee, den habe ich entlassen. Entschuldigung, was? Ich habe das hier mit dem Sparen rumgemacht und da war dann immer voll und dann habe ich gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Aber ich hab hier Ihre E-Mail-Adresse. mario.card@gmx.net, ja? Ja, habe ich entlassen. Ja, okay, dann schreibe ich jetzt per E-Mail, okay? Ja, aber habe ich doch entlassen, den Emil. Der war zu uns zuverlässig, der hat immer mit dem Sparen rumgemacht. Wir waren immer beide voll. Ich verstehe doch nicht, Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, da war ja noch das mit dem Deutschkurs. Ihre Firma bietet doch sowas an. Was bitte? Ja. Kann ich Ihnen denn sonst irgendwie weiterhelfen? Ich kann ja noch eine Empfehlung aussprechen. Können wir ein bisschen später telefonieren, wenn die Verbindung besser wird? Wie gesagt, Sie müssen doch nur den Finger aus dem Fenster halten. Dann wird es doch besser. Was? Was bitte? Mit dem Finger. Klappen Sie mal das Fenster an und halten Sie mal den Finger raus. Vielleicht wird die Verbindung dann besser. Funktioniert beim Autofahren auch immer. Oh Mann. Warte. Herr Kart, leider kann ich nicht verstehen. Herr Mario Kart. Was bitte? Da im Hintergrund. Die klingt ja so, als würde die gleich abkalben. Als hätte den Braten in der Röhre und presst den gerade aus. So Satansbraten fertig. Kann ausgepresst werden.
so klingt es. Ich schreibe jetzt einen E-Mail Ihnen, weil ich kann nicht... E-Mail, den brauchen Sie nicht mehr schreiben. Der E-Mail ist nicht mehr da. Der ist entlassen. Bis bald. Tschüss. Tschüssikowski, Betrüger. Ja, da gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Also ich glaube, dass der hier uns nicht verstanden hat, das hat er ja nur selbst gut bewiesen. Also ich find's immer wieder einfach nur erstaunlich, dass solche Leute überhaupt Erfolg haben. Tja, aber das ist ja das Dramatische. Genau solche Leute haben Erfolg, uns hier ordentlich auf Masse zu bescheißen. Ja, und da kommt dann sowas bei raus. Einfach ein absolut sinnfreies, wahnsinniges Gespräch, was von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber schön, dass da die Musik wieder auf voller Dröhnung läuft. Tja, da weiß man wieder direkt, was man da für Leute an der Leitung hat. Ja, aus diesem Grund, weil die Musik da auch so extrem laut war und das hier definitiv lizenzgeschützte Musik war, hört sich das auch so ein bisschen unter Wasser an. Liegt einfach daran, weil man da mega viel rausfiltern musste, damit wir hier nicht nur Musik im Gespräch haben. Denn die Musik, die war nahezu schon lauter als der Mitarbeiter überhaupt selbst. Erst nach der Retusche konnte man denn den Mitarbeiter halbwegs verstehen. Dafür hört sich das Gespräch halt so ein bisschen an, als wäre es unter Wasser gewesen. Ja, bitte. Hallo. Spreche ich mit Herrn Salmonelle? Ja. Herr Salmonelle, hier ist Eli Berke von Auf Capital Online Trading System. Wie ich sehe, heute haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht, deswegen rufe ich Sie an. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Vor 3 Stunden haben Sie heute bei uns ein Handelskonto gemacht. Nee, das stimmt nicht. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Tja, und das hat dann schon wieder dazu gereicht, dass das Gespräch direkt beendet wird. Tja, nur gut, denn ich habe mich wirklich nicht zu diesem Zeitpunkt vor 3 Stunden angemeldet und wenn ich sage, der PC war noch nicht an, dann war er tatsächlich auch noch nicht an. Das ist halt, wenn man die Daten irgendwo aufkauft und die dann, tja, als Datenpool eingefügt werden, dann wird wohl das Datum bzw. die Uhrzeit dran gestanden haben von dem Zeitpunkt, wo sie da die Daten ins System eingefüllt haben, eingetragen, implementiert, ist auch egal. Aber das führt dann halt schon dazu, dass sie dann da nicht mehr weiter wissen. Könnte wohl an den fehlenden Deutschkenntnissen liegen, oder man weiß es nicht genau. Tja, aber die hat auf jeden Fall hier schon aufgegeben. Nur gut, da fallen dann hoffentlich nicht ganz so viele Menschen auf diesen Trick rein. Ja, guten Tag. Oh, Kumpel, wenn du nicht brauchst, kann ich nicht helfen. Können Sie mich hören? Jetzt höre ich was, ja. Ah, hallo, guten Tag, Herr Kurt. Das ist Thorsten am Apparat mit dem Quantum AI System. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe für einige Zeit ein Konto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Aha. Wie heißt denn das System? Quantum AI System. Sag mir überhaupt nicht. Sie haben Ihre Daten unserer Webseite hinterlassen für ein paar Monate? Ja. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Onlinehandel, ja? Und warum melden Sie sich da erst jetzt? Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das ich habe nicht gemacht, das System zu testen. Und außerdem im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von wir profitieren können. Aha. Herr Gott, können Sie nur zu fragen, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Eine zweite ständige Einkommen als Quelle machen. Was denn für eine Quelle? Okay. Was denn für eine Quelle? Wie bitte? Was denn für eine Quelle? Was? Wie bitte? Was denn für eine Quelle? Okay, Herr Gott, warum haben Sie sich registriert? Was denn für eine Quelle? Warum haben Sie sich registriert? Was denn für eine Quelle? Okay, wir werden versuchen, noch einmal später anzurufen. Kein Problem. Schönen Tag. Oh, also fehlt so ein Intelligenz. Also ich bin immer wieder beeindruckt, dass die wirklich überhaupt nichts beantworten können. Also das ist doch schon ein starkes Stück. Da rufen irgendwelche Leute, höchstwahrscheinlich, also meistens ist es so, aus dem Ausland an, direkt hier nach Deutschland und sollen uns bescheißen. Um 250, 500 oder 1000 Euro wahlweise. Kann man sich ja sogar aussuchen, um wie viel man beschissen werden möchte. Und dann hat man da solche Leute dran sitzen, die die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Ich meine, er kam ja jetzt hier mit der Quelle und hat damit angefangen mit dem Thema. Und ich wollte einfach nur nachfragen, was denn für eine Quelle? Tja.
Aber wenn Sie da schon keine Antwort dazu haben, obwohl Sie das selber so beschrieben haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Zumindest hat es dafür oder dazu geführt, dass er direkt wieder aufgelegt hat und nicht mehr weiter wusste. Kann man nur hoffen, dass das in den meisten Fällen auch wirklich so läuft, dass die wenigsten Leute da das Geld einzahlen. Das Problem ist, die Statistiken sagen leider was anderes. Denn sonst würde es ja die Anrufe nicht geben. Ne? Also die telefonieren ja nicht, weil sie nichts verdienen, die wollen ja was verdienen. Und die verdienen eben leider auch was. Sonst würden sich solche Anrufe in dieser Masse ja gar nicht lohnen. Mit vor allem nicht mit so vielen Mitarbeitern da im Hintergrund und Partymusik. Muss ja alles irgendwie finanziert werden, der ganze Spaß. Ja. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Samuel Salmonelle? Warum da am Apparat? Annika Beck spricht am Apparat und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registration am Finanzmarkt. Es geht Annika um Beck. Bitte? Annika Beck. Ja. Und was für eine Registration? Sie haben die Daten eingeleckt. Es geht um Auto. Ich habe Daten eingeleckt. Welche Daten habe ich denn angeleckt? Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Aha, und wann habe ich das gemacht? Bitte? Wann habe ich das gemacht? Das haben Sie am 4. gemacht. Am was? Am 4. War das die Zahl? 4. November haben Sie die Daten eingeleckt. Darf ich Ihnen weiterhelfen oder haben Sie kein Interesse? Sagen Sie mir bitte es direkt. Na, aber ich verstehe nicht, was Sie mit anlecken meinen. Ich habe ja auch nicht angeleckt. Schauen Sie bitte, dann wie habe ich Ihre Nummer bekommen? Wie meinen Sie? Samuel@salmonelle@mbccfam.de ist Ihre E-Mail-Adresse, korrekt? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Wo haben Sie die her? Genau, und Samuel Salmonelle sind Sie auch und diese Handynummer gehört zu Ihnen, ja? Nee, ich habe gar kein Handy. Also diese Nummer gehört zu Ihnen, korrekt? Welche? Worunter wir telefonieren? Ach so, ja, das ist meine, da habe ich sie ja dran. Okay. Und mit dem Online-Handeln haben Sie nichts zu tun, korrekt? Mit was? Bitcoin. Nö, ich habe kein Bitcoin. Okay, alles klar, Herr Salmonelle, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, okay? Ja, den wünsche ich mir auch, du Betrüger. Ciao, tschüss. Tschüss. Ja, also ich frage mich wirklich, aus welchem Grund da Leute ihr Geld einzahlen? Weil das Gestammel, was die sich da zusammenblubbern, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Nicht mal im entferntesten Sinne und nicht mal, wenn man da irgendwie versucht, was zu verstehen, was die da labern. Da kommt ja einfach nur Dünnpfiff durchs Telefon. Ich meine, viele ältere Menschen verstehen die ja vielleicht auch schlecht, wenn sie schon ein bisschen schwieriger hören. Und man nuschelt da so ins Telefon. Da kann ich mir immer nur wirklich wünschen, dass da nicht so viele Leute ihr Geld einzahlen und in solche Firmen versinken oder versenken. Aber es ist doch einfach nur Wahnsinn. Dieses Gestammel und Geblubber führt dazu, dass die da eine Menge Kohle mitmachen. Ich meine, wie gesagt, die müssen ja die ganzen Mitarbeiter, die man da auch teilweise im Hintergrund ja hört, irgendwie bezahlen. Die sitzen ja da nicht alle umsonst, denke ich mal. Ich meine, kann ja natürlich auch sein, dass die da auf Provisionsbasis arbeiten, aber die Anrufe gibt's ja nun schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Mindestens schon seit über 10. Und das Geschäftsmodell läuft immer noch. Einfach nur tragisch. Schlechten Tag. Hallo, guten Tag, ich bin mich Herr Ertuger. Ja. Mein Name ist Paul, wie geht's heute Ihnen, Herr Ertuger? Ich verstehe die Frage nicht, ich kenne Sie nicht. Ich rufe die Adis vom SwissPro-Firma, ich bin ein Account-Manager. Haben Sie gemacht eine Demo-Account bei unserer Plattform, das ist für Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Ja, das ist ein Account-Manager, nicht ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter. Bitte? Account Manager ist ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter. Soll sich damit nur moderner anhören. Herr Ertuger, haben Sie gemacht eine Demo-Account, das ist für Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Mit was? Mit Finanzenmarkt. Finanzenmarkt? Was ist das? Ja, richtig. Stocks, Shares, Commodities, Krypto. Nee, das ist ja der Finanzmarkt, aber nicht Finanzenmarkt. Ja, Finanzmarkt, nee, richtig. Finanzmarkt, nicht Finanzenmarkt. Finanzmarkt, ja? Finanzmarkt. Nee, Markt, ja? Nee, Markt. Ja, Markt, Herr Tug. Nee, ja. Nicht Markt, Markt. Markt, ja, auch diese, ja? Ja, haben Sie Erfahrung oder nein? Womit? Bitte? Danke.
Wie bitte? Was, danke? Herr Ettruger, ich bin da zu hilf dir mit Aktivisationen und deinem Account. Ihnen, Sie, nicht dir. Dir? Nee. Warum Ihnen? Ihnen. Ihnen? Ja. Ja. Herr Ettruger, ich bin da zu hilf dir mit Aktivisationen, Ihnen mit deinem Account. Ihrem Account, nicht deinem Account. Ihren Account, ja, richtig. Mhm. Was machst du? Gib mir mal, gemacht meine heißt solche nicht, Besser, was ja? Du, das heißt, was machen Sie? Okay, Junge. Wollen Sie aktivisieren deinen Account ich bin oder nicht? Kein Junge und nicht deiner Account, sondern Ihrer Account. Okay, alles in Ordnung. Ja? Wollen Sie gemacht zum Aktivisieren deinen Account ja nicht oder Deutsch. Also, ich weiß ja auch nicht, was Sie von mir wollen. Ja, ja, es ist immer wieder interessant, mit welchem Gestammel die versuchen, uns über den Tisch zu ziehen. Das Schlimme ist, es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Sonst würden ja da nicht so viele Leute anrufen und das immer wieder versuchen. Es ist einfach nur der absolute Hammer, dass das einfach so vor sich hinläuft. Tja, ich find's echt erschütternd und traurig, dass es da Menschen gibt, die ihr Geld in sowas versenken. Tja, und das Schlimme ist, dass gerade Leute, die vielleicht auch das Geld wirklich nötig haben, in sowas investieren. Ja, und dann ist es weg. Und dann haben sie noch weniger als vorher. Ja, das ist dann wohl das Ende der ganzen Geschichte. Einfach nur sehr, sehr traurig und erschütternd. Dass die da wirklich nicht mal irgendwelche Skrupel haben. Also ich frage mich immer, wie kommt man auf die Idee, in so einem Callcenter arbeiten zu wollen? Mal davon abgesehen, dass diese Arbeit ja nun wirklich extrem stupide sein muss. Immer wieder den gleichen Text vorlesen und dann auch noch in einer Sprache, die sie selbst nicht mal so richtig verstehen. Wahnsinn. Bitte? Hallo? Hallo? Ja. Guten Tag, ich spreche gerade mit Herr Schildbrunner, Egmont. Mit wem spreche ich denn? Wir sprechen mit Emilian Sohn von dem Unternehmer 24 Profit Marken. Also wir sind ein lizenziertes Unternehmer, welches sucht und verfolgt alle die Leute, die sind schon aktiv, die Online-Börse oder die Finanzmarkt. Und an unseren letzten Informationen, was wir erhalten haben, steht, dass wir haben schon auch Aktivitäten an die Online-Börse dran. Das sind sehr richtig, glaube ich, ja? Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie da so von sich versuchen zu geben. Also wegen der Verbindung verstehen Sie mich nicht? Nee, wegen dem ganz schlechten Deutsch. Mhm. Sie sind der erste Kunde, dass Sie sagen bei mir, dass ich so schlecht spreche. Na, dann wird es ja mal Zeit, denke ich. Okay. Weil Sie ein Hurensohn sind, also das ist richtig, jetzt verstehen Sie, glaube ich. Aha, dass sie auch ein Wichser sind und so weiter. Verpiss dich, Schlampe. Tschüss. Mhm. Ja, nochmal. Also das sind die Leute, die vom Finanzmarkt anrufen und euch irgendwelche Finanzprodukte von irgendeiner angeblichen Tradingbank verkaufen wollen. Und dann hat man genau diese, ja, netten Wortbegriffe in der Leitung, ich weiß mal auch nicht. Wie können die sich selbst für seriös halten? Ich meine, sein Deutsch war ja nun wirklich unterirdisch. Ja klar, wir haben hier noch schlimmere Leute am Telefon gehabt, die noch schlimmeres Deutsch sprechen. Aber es ist schon absolut Wahnsinn, was die denn da jedes Mal von sich geben. Ich meine, die bestätigen ja damit den Betrug. Das ist doch ein Geständnis, dass man hier ganz klar weiß, mit was für Menschen man es da zu tun hat, wenn die so mit einem umgehen und genau so mit einem sprechen. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die sich selbst da noch für ernst nehmen können. Und naja, wie gesagt, die halten sich selbst für seriös und sowas kommt denn dabei raus, wenn man nicht bei dem so mitspielt, wie er sich das vorstellt. Wahrscheinlich war der schon wieder so überfordert mit den drei Worten, die ich da gesagt habe, dass er direkt ausfallen werden muss, wie ein kleines bockiges Kind. Tja. Hallo? Was denn? Hallo? Ja, was denn? Wie ist Ihr Name? Sie rufen bei mir an, sagen Hallo und fragen nach dem Namen. Ja, weil Sie eine Schlampe sind, weil Sie benutzen tausendmal Namen da. Mit dem gleichen Telefonnummer, du Schlampe. Das ist ja höchst interessant, was Sie da so von sich tun. Mit wem denken Sie, dass Sie reden, dass Sie können solche Sachen machen, du Schlampe? Mit einem Kriminellen rede ich gerade. Ich fick deine Mutter. Ja? Das ist aber schön. Da musst du es aber erst...
Ja, genau. Da haben wir den netten Typen wohl nochmal an der Leitung gehabt, weil ich da wohl wieder aufgetaucht bin. Also nur mal so zum Verständnis. Ich sprach mich ja jetzt nun nicht unbedingt zwingend mit Absicht immer beim gleichen Callcenter ein. Tja, das liegt halt einfach daran, dass die Datensätze da durch Zufall teilweise landen. Ja klar, manchmal rufe ich in solchen Callcentern oder trage mich mit meinen Daten immer wieder mit Absicht im gleichen Callcenter ein, aber in diesem Fall hier definitiv nicht. Man muss also zum Verständnis, man geht auf so eine Werbeseite wie Höhle der Löwen oder Bitcoin-System macht deutsche Bürger reich und da tragt ihr dann eure Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname und das war's eigentlich schon ein. Und ja, dann melde ich mich danach nochmal bei einem anderen System an und danach nochmal bei einem anderen System, weil die Systeme ja auch oftmals nicht hintereinander weg immer wieder eingetragen werden können. Und dann habe ich mich jetzt über verschiedene Werbungen registriert. Kann ja jetzt sein, dass ich mich dafür wirklich interessiert habe und ja, dadurch eben mich in verschiedenen Webseiten eingetragen habe. Und dann kann es halt eben auch sein, dass ich mehrmals bei der gleichen Firma rauskomme. Ja, und der nimmt das hier gleich zum Ansporn wieder an, um denjenigen auf der anderen Seite direkt zu beleidigen. Dass da wieder irgendwas nicht mit seriösen Dingen zugeht, braucht man, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Zauberfee. Das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Ja, die Zauberfee. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe in einem Konto bei uns Was? Sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Schritt für die Kontoaktivierung zu helfen. Aha. Was denn für Schritte? Was denn für Helfen? Was brauche ich denn da für Hilfe? Der Grund, warum ich rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von wir profitieren können. Aha. Okay. Was kann man denn da profitieren? Ja, so normalerweise verdienen unsere Kunden zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Monat. So, sie können dies als eine andere Einkommensquelle nutzen. Mhm. Können Sie zu fragen, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben das Konto eröffnet? Und wann habe ich denn das Konto eröffnet? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, jetzt habe ich normalerweise, wenn Sie haben das Konto eröffnet für 2 Monate, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Das habe ich nicht gefragt. Wann habe ich denn die Anmeldung gemacht? Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben und dieses Konto anmelden? Was? Ich habe gefragt, ja, wann? Für 2 Tage. Sie haben diese in August gemacht. Das ist falsch. Ja? Nee. Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben, dieses Konto anmelden? Aber nicht vor 2 Tagen. Nein, nicht. Nicht vor 2 Tagen, vor 2 Monaten. Sie haben diese in August gemacht. Wann haben Sie gesagt, vor 2 Tagen? Das war meine Falle. Sie haben diese vor 2 Monaten gemacht. Aha. In August. In was? Sie haben in August. Was ist denn das? In August. Sie haben diese auf 29. August Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Online-Handeln. Aber ich sehe, dass Sie haben nicht gemacht, die Konto selbst zu aktivieren. Also Sie sprechen so schlechtes Deutsch, ich weiß überhaupt gar nicht, was Sie von mir wollen. Okay, sprechen Sie Englisch? Nö. Wenig? Gar nicht. Okay. So, jetzt aber Sie haben ein Investitionskonto registriert. In August. Beim Oga? August. Ach, ja. August, ja. Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben, nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Online-Handeln. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Aha, was denn für gute Bedingungen? Tja, also nach den Bedingungen zu fragen, reicht dann hier wohl auch schon wieder aus, um das Gespräch komplett zu crashen. Ich weiß mal manchmal nicht. Hat er nicht eigentlich angerufen, um mich zu beraten? Ach ja, nee, geht wohl nicht um die Beratung, sondern wie wohl immer um euer Geld und um nichts anderes. Ja? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit Gerold Steiner.
Ja, ist am Apparat. Sehr geehrter Herr Steiner, mein Name ist Anna Schulze, ich bin die Finanzberaterin für die Binance-Unternehmen. Und ich rufe Sie wegen Ihrer Bitcoin-Brieftasche an, in der sich ein bestimmter Geldbetrag befindet. Vielleicht hätten Sie eine Bitcoin-Brieftasche. Genau, es ist wahrscheinlich, dass Sie sich zuvor auf einer unserer Partnerplattformen für Kryptowährungen interessiert haben und Ihre Daten gespeichert wurden. Da wir eine Partnerschaft mit einem innovativen Robot-Trading-Plattform eingegangen sind, hat Ihr Kunde an einem Testmodus teilgenommen. Der von Ihnen gehandelte Geldbetrag wurde Ihrem Handelskonto vom Robot-Trader gutgeschrieben. Sie haben bei uns einen Guthaben erworben und falls Sie gerade Zeit hätten, das nimmt ungefähr 20 Minuten. Nicht weniger. Und wenn Sie gerade am PC sind, wir werden dann alles überprüfen, bestätigen, dass dieses Konto wirklich Ihnen gehört, mehr als 3 Monate aktiv ist und danach könnten wir für Sie eine Auszahlung tätigen, entweder auf Ihr Kryptokonto, das ist eine Sofortüberweisung, oder auf Ihr Bankkonto. Sind Sie gerade am PC, Herr Steiner? Nee. Wann darf ich dann wieder erreichen, damit Sie ein PC werden? Das nimmt, wie gesagt, nicht weniger als 20 Minuten. Ich werde Ihnen Ihre Bitcoin-Brieftasche zeigen. Alleine darf ich das nicht machen. Ja, ich werde Ihnen Links schicken. Sie werden dann durch diesen Link Ihre Bitcoin-Brieftasche besuchen, dann selber die Währung wählen. Ja, in welchen Währung möchten Sie den Betrag bekommen? Und danach können wir die Sachen erledigen. Wenn es auf Kryptokonto, wie gesagt, das ist eine Sofortüberweisung. Auf Bankkonto, das dauert bis zu 15 Minuten. Aha. Klappt denn der Betrug oft? Was meinen Sie damit? Nur den Quatsch, den Sie da erzählen. Klappt das oft? Fallen da viele Leute drauf rein? Unsere Firma existiert schon mehr als 15 Jahre. Ist ja Quatsch. Ihr seid ja nur Betrüger. Wie Sie wollen. Möchten Sie denn den Guthaben stornieren? Ja, es geht auch. Es gibt ja gar kein Guthaben, also von daher ist ja albern. Tja, genau, hier an dieser Stelle gibt es kein Guthaben und dementsprechend ist das Ganze auch albern. Nur, hier muss man sich wieder vorstellen, es gibt natürlich auch Leute, die da tatsächlich wirklich Geld eingezahlt haben. Und die werden natürlich mit Absicht auch extra wieder alte Datensätze genutzt haben, um ja einfach überall nochmal anzurufen, also quasi ein Gebrauchtkauf von euren Daten. Denn da ist die Chance ja doch relativ hoch, dass man da schon mal Geld eingezahlt hat. Ja, und dann erzählt man euch da so einen Blödsinn, ja, und der ein oder andere, der glaubt's vielleicht, dass man hier noch Geld liegen hat und dass man sich das jetzt auszahlen lassen kann. Das Schlimme dabei ist, hier will man nur nochmal ein euer Portemonnaie und naja, wenn's ganz blöd läuft, klaut man auch eure Daten, weil oftmals geht es in solchen Gesprächen dann eher darum, dass man sich Anydesk, TeamViewer oder sowas ähnliches auf seinem Computer installieren soll, damit die dann eben da auch Zugriff auf eure privaten Daten haben. Da will man euch dann irgendwas erzählen von, man müsste euch ja legitimieren. Es ist aber auch nur wieder eine neue Masche, um da an eure Daten eben dran zu kommen. Tja, und das Schlimme ist, hier fallen halt tatsächlich auch oftmals nochmal Leute drauf rein, denn sonst... Wie gesagt, würden ja solche Callcenter nicht immer wieder mit dieser Masche auch anrufen. Und diese Masche haben wir ja schon öfters mal auf dem Kanal auch gehabt. Dass die einfach versuchen, nochmal an euer Geld zu kommen, wenn es dann vielleicht schon mal geklappt hat. Das Lustige ist, die wissen ja nicht mal, ob es schon mal geklappt hat. Die tun einfach nur so, als hätte es schon mal geklappt. Und man hätte da angeblich schon mal Geld eingezahlt. Nur dass das hier bei uns nie der Fall gewesen ist. Ja, das scheinen die ja nicht zu wissen. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass es nur Betrug sein kann. Denn woher kommt denn sonst angeblich das Geld auf meinem Namen, das ich angeblich habe? Absoluter Bullshit. Ja. Hallo, Samuel? Ja? Ja. Also, schon guten Morgen. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Ihr persönlicher Account Manager heute. Matthias was? Ja, Matthias. Und weiter? Also, ich rufe Sie an, weil Sie auf unserer Trading-Plattform registriert haben. Matthias, Nachname? Zimmermann. Zimmermann? Ja. Sie glauben, Sie heißen Zimmermann? Entschuldigung, was? Sie glauben, Sie heißen Zimmermann? Können Sie bitte nochmal es wiederholen? Na, Sie glauben, dass Sie Zimmermann heißen. In dem Glauben sind Sie ja. Leider kann ich nicht... Ihnen feststellen. Ja, also ein Herr Zimmermann, der kein Deutsch kann. Ist ja praktisch. Ich habe fast ganzes Leben in Israel gelebt. Was? Entschuldigung, was? Abgefahrenen Namen her. Was bitte? Wo Sie Ihren abgefahrenen Namen her haben. Ich verstehe Sie nicht, Entschuldigung. Können Sie bitte
deutlicher sprechen. Ja, schon nicht so besonders mit der Intelligenz da vorhanden, merke ich schon. Was bitte? Ja, ich sage, die Intelligenz ist ja nicht besonders vorhanden, merkt man ja. Du bist ja schon überfordert, oder was? Ja, also grundsätzlich kann es natürlich schon mal irgendwie sein, dass mal ein ausländischer Bürger einen deutschen Namen hat, wenn er in Deutschland geboren ist und vielleicht direkt danach dann ins Ausland mit der Familie wieder zurück ist. Kann ja alles sein. Aber in der Masse, wie wir es hier auf dem Kanal erleben, also mal im Ernst. Also wie viele Zimmermänner und Bäcker und was weiß ich, wie wir hier alles schon gehört haben, ist einfach der absolute Kracher. Mit dieser Aussprache, mit dem Akzent, es ist einfach unglaubwürdig. Deutsche Vornamen, deutsche Nachnamen, also weiß ich nicht. Wer sich das ausgedacht hat, das wirkt doch nicht seriös. Das macht doch das Ganze erst recht auffällig, oder nicht? Das Schlimme ist, die zahlen da trotzdem rein. Ich meine, gut, oftmals hört man beim Namen vielleicht auch gar nicht so unbedingt hin. Das, so die ersten 20 Sekunden in einem Telefonat ist man ja erstmal überrumpelt und verarbeitet das alles gar nicht vielleicht so. Deswegen interessiert das auch gar keinen. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass die alle Zimmermann und Bäcker und keine Ahnung, Braun heißen, aber dann eben einen komischen Akzent. Passt irgendwie alles nicht zusammen, oder? Ja. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Andreas Kott. Ja, Herr Kott. Grüß Gott, Andreas, das ist Valerie am Apparat und ich rufe Sie vom SwissPro. Ja, wenn ich ihn sehe. Bitte? Na, wenn ich Gott sehe, dann grüße ich den. Sie haben sich für den automatischen Handel mit dem Bitcoin registriert. Ja. Ich bin Kontomanager auf der Firma und ich werde Ihnen ein bisschen erklären, wie das System geht. Okay. Sie haben sich diese Registrierung für einen Monat schon gemacht. Jetzt wir haben bei Ihrem Konto ein Angebot gesehen, das Sie hat noch nicht aktiviert. Ja. Und der Mindestinvestitionsbetrag ist nur 50 Euro. Mit 50 Euro, wo sind schon auf dem Konto? Sicher? Ja, sicher. Mhm. Mhm. Warum haben Sie bis jetzt dieses Konto nicht aktiviert? Was hat Ihnen nichts gefallen? Ja, war unseriös. Unseriös? Warum? Mhm. Was? Na, was ist nicht gefallen? Mir hat alles gefehlt auf der Webseite, was da so hingehört. Ein Impressum war nicht da, keine Lizenz, nichts war da. Bei der Seite in SwissPro? Ja, war nichts da. War alles irgendwie unseriös. Hm? Wir haben eine Lizenz. Sie weiß schon, dass der Bitcoin ist noch nicht lizenziert. Ach so, wo haben Sie die denn geklaut? Nochmal? Wo haben Sie die denn geklaut, die Lizenz? Bei Obi oder... Warum machen Sie diese Registrierung dann, wenn Sie nicht interessiert sind? Na, ich wollte mal gucken und dann habe ich ja festgestellt, dass das Quatsch ist. Das sieht man ja okay. Dann. Okay, mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch, Bibi. Aber da hat auch Bubi wirklich einen guten Ständer mitgebracht, ja? Ich habe mal den Schluss dringen lassen, war zwar jetzt privat, aber... naja, so ist das halt, wenn man den ganzen Tag mit den Leuten hier an einer Leitung verbringt. Ja, also zu der Geschichte mit der Anmeldung. Ich kann doch vorher gar nicht wissen, ob die Webseite seriös oder unseriös ist. Denn man meldet sich ja in aller Regel nicht auf der Webseite selbst an, sondern über Drittwebseiten, über irgendwelche Werbewebseiten. Eben Höhle der Löwen, Bitcoin-System, wir werden alle reich, bla bla bla. So, da trägt man seine Daten ein. Vorname, Nachname, vielleicht noch die Adresse, aber eher selten. Telefonnummer ist wichtiger, E-Mail-Adresse auch noch wegen dem Login vom Profil. Ja, und das war's. Dann drücke ich auf Speichern oder Senden oder wie auch immer und dann komme ich auf diese komische Seite. Vorher habe ich doch die Seite gar nicht gesehen. Und wenn ich da nichts mache, dann habe ich da nichts gemacht, weil die Webseite eben unseriös ist. Aber die hier tun jedes Mal so, als hätte ich die Webseite vorher gesehen. Aber da steht doch nicht vorher, dass sie eine Lizenz haben. Und hinterher ist dann da, also dahinterher gibt's keine Lizenz. Ich kriege vorher keine Informationen, außer dass ich reich werden kann mit irgendwelchen fadenscheinigen, tollen Ideen, was die da haben. Einfach so aus dem Nichts wollen die mich reich machen. Ja, und ich kann doch aber das nicht sehen, dass wenn ich mich da anmelde, sehe ich doch deren Webseite gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich rauskomme. Die tun jedes Mal so, ja, wieso haben sie sich denn bei uns angemeldet? Ja, ich weiß doch nicht, wenn vorher schon Bescheid. Man sieht's doch nicht. Man sieht doch eure Seite nicht vorher. Tja, und dann kommt ihr eben auf irgendwas Unseriöses hinterher raus. Ich meine, die Werbung an sich ist schon unseriös genug, dass man sich eigentlich nicht registrieren sollte.
Aber ich verstehe mal deren Begründung nicht oder deren Frage, denn naja, wieso haben sie sich denn da registriert? Ja, ich habe mich registriert, weil ich mal Interesse hatte zu gucken und dann stelle ich es halt eben erst später fest. Und die tun jedes Mal so, als müsste man alles vorher wissen. Interessant. Oh. Und das Schlimme ist, da fallen halt wirklich leider Leute drauf rein auf das Ganze. Von daher teilt die Videos gerne mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, mit allen Menschen, die ihr so kennt. Arbeitskollegen haben wir noch nicht mit aufgezählt. Vielleicht fällt euch noch jemand ein, wo ihr es teilen möchtet. Denn umso mehr Menschen wir darüber aufklären, dass es sowas gibt, umso weniger Menschen werden auf sowas am Ende reinfallen. Es ist tatsächlich auch mal in meinem Umfeld passiert. Von einem Kumpel der Kumpel ist drauf reingefallen. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich fragwürdig, aber die Leute zahlen halt wirklich einfach ihr Geld dort ein. Tja, denn wenn wenn die Chance nach schnellem Geld ja wedelt, dann, tja, weiß ich nicht, da wird bei dem einen oder anderen der Mund wässrig. Ist leider so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne noch den Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Umso mehr wir werden, umso besser. Umso mehr werden eben auch am Ende über dieses Thema aufgeklärt sein. Hoffe ich zumindest. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier natürlich wieder eine Playlist mit jede Menge weiterer Videos. Schaut auch da gerne mal vorbei. Vielen lieben Dank. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.